Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap 1.9 ohne Graben. Wir sind hier dabei fleißig unsere Felder zu bestellen, damit wir denn auch bald endlich mal wieder ernten dürfen. Gucken, ob es das dann schon die letzte Ernte ist auf dem LS17. Oder ob da noch was kommt. Das kann ich nämlich noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Also das kann ich noch nicht abschätzen. Es kommt natürlich auch darauf an, wann denn der LS17 kommt. Also Gerüchte gehen ja, deuten ja so auf Ende Oktober. Sagen sicherlich einige ja, aber bei Amazon steht 31.12. Ja, ist ein Platzhalter von Amazon. Bei Amazon, ich glaube Frankreich, steht 30.11. Ist auch nur ein Platzhalter. Es wurde auch offiziell schon von Giants so bestätigt. Oder von... vielleicht nicht von Giants, sondern von Focus. Oder wie auch immer die heißen, die das Zeug vertreiben. Auf jeden Fall sind die beiden Termine Quatsch. Und der Ende Dezember passt wohl deutlich... Ende Oktober passt deutlich besser ins Bild. Aber ob das wirklich so ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Er zieht hier schön einsam seine Runden. Der ist hoffentlich auch bald hier fertig. Damit ich den dann umsetzen kann. Das schafft er nicht mal mehr mit der Füllung hier. Muss ich auch noch nachfüllen. Kann ich aber jetzt vielleicht schon mal gucken. Ist ja kaum noch was drin. Dann holen wir uns mal lieber jetzt schon mal Saatgut, bevor der dann gleich kommt und hier der hier leer ist. 2000, das ist ja nicht mal mehr eine Füllung für die Sämaschine. Da kann ich mich ein bisschen ärgern, dass ich bei dem, den muss ich noch mal konfigurieren, wenn der leer ist, dass ich hier auch den orangen die orange Abdeckung drauf habe. Da hatte ich nicht drauf geachtet. Da hätte ich ja auch noch einen kleinen gehabt. Hätte ich ja gar nicht den Fast Track holen brauchen. Na egal. Jetzt ist zu spät. Sozusagen. Der Sound ist schon geil vom MB-Truck, ne? Da gibt's nix. So. Warten, wer jetzt als erstes leer ist.
Ja, nun gib Gas. Mach. Ich drehe echt durch. Satz mit X, das war wohl nix. Fuck. Entschuldigung. Jetzt sehe ich hier Hafer an. Das wollte ich ja gar nicht. Naja, egal. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist so. Muss ich jetzt mal mitnehmen. So viel Hafer kann ich ja meinen Lebtag nicht verarbeiten. Muss ich mir da ein Lager hinstellen, ein platzierbares, und muss da den ganzen Hafer reinbringen und dann irgendwie einen Pendeldienst einrichten. Ja, mal gucken. Sand, Baustelle, Sand. Nicht da, yo. So, mach mal. Was steht denn da? Und den ganzen da so rum. Naja. Egal. Mm-hmm.
1,50 pro Liter. Da können die echten Bauern nur von träumen. Oh, jetzt hat der Axion durchdrehende Reifen. Ja, ich kümmere mich da gleich drum. Lass mich den hier eben schnell zum Hof fahren. Oh, gibt's ja gar nicht, ey. Hinten am Deich wahrscheinlich. Ja, den haben wir gleich fertig. Oh, das haben wir gut getimed. Also ich habe meine Aufnahmesession gut getimed, scheinbar. Weil, damit ihr nochmal ein Gefühl dafür kriegt. Diese Folge ist in 2 Minuten zu Ende. In 2 Minuten fängt das Spiel Deutschland gegen Schweden an. So weit bin ich im Voraus am Produzieren. Damit ich, euch. Oh nein. Soweit bin ich im Vorfeld am Produzieren, damit ich das hinkriege, für euch regelmäßig auch in den Ferien meine Videos zu veröffentlichen. Also, ne? Wie gesagt, gleich fängt Deutschland an und daher fange ich jetzt schon mal mit meiner Verabschiedung an. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das, das erzähle ich jedes Mal das gleiche, ne? Hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo, kommt mich bei Facebook besuchen, kommt mich auf meiner Homepage besuchen, hilft mir alles, unterstützt ihr mich mit und ja, zwischendurch gibt es immer mal wieder Livestreams, wie es jetzt in den Ferien aussieht, kann ich noch nicht sagen. Lasst euch da überraschen, bitte. Ich muss gucken. Ich kann euch da nichts versprechen. Ferienzeit ist Familienzeit. Familienzeit heißt für mich nicht spielen. Und daher, ja, echte Leben geht vor. Bei mir zumindest. Und daher, ja, bitte ich da um Verständnis von euch. Habt ihr sicherlich auch, so kenne ich euch. Und, ja. Ich sag jetzt mal Tschüss und ich guck mir jetzt das Deutschlandspiel an. Mal gucken, ob ich enttäuscht werde oder nicht. Bis denn, ciao.